Geh durch den Garten Gottes mit offenen Augen. Höre, schaue und fühle. Und nimm mit dem Herzen auf, was dir an Schönheit geboten wird. Das Gemälde ist nichts als eine Brücke, welche den Geist des Malers mit dem des Betrachters verbindet. Das ist geschehen im Pflegeheim des Sozialhilfeverbandes Bruck. Im Mittelpunkt die Künstlerin Ingrid Knotz. Erstmals zeigte sie ihre Werke in ihrer Heimatstadt. Mein Urgedanke, ich habe das bei der Eröffnung gesagt, sind wirklich meine Gedanken. Das geht durch den Garten Gottes mit offenen Augen. Höre, schaue und fühle. Und nimm mit dem Herzen auf, was dir an Schönheit geboten wird. Und das ist mein Motto, mein ursprüngliches Motto. Und meine Liebe ist eigentlich das Aquarell. Und am liebsten ist mir, ich sitze irgendwo in einer Wiese oder egal wo immer und versuche, die Natur einzufangen. Natur kann man nicht einfangen. Das ist ein reiner Versuch. Der Sozialhilfeverband Bruck an der Mur hat natürlich 6 Pflegehäuser und Pensionistenhäuser und möchte diese Häuser auch öffnen. Und ich finde, Kultur ist sehr wichtig. Auch unsere Bewohner wollen Kultur, malen selbst, töpfern ja selbst natürlich. Und dass unsere Bruckerin, die Ingrid Knotz, hier ausstellt, das ist hervorragend. Ich bin geprägt irgendwo von meiner Familie. Also meine Familie mütterlicherseits waren alle in der Richtung irgendwo tätig, Baumeister, Architekten in dieser Richtung. Ich habe auch 2 Cousins, die Maler sind, die ja irgendwo steckt es in der Familie drinnen. Ich bin natürlich sehr stolz auf meine Mutter. Ich bin begeistert, dass sie sich in diesem Alter, das darf ich jetzt glaube ich sagen, diesen Elan und diese Energie aufbringt. Mir gefallen die Bilder natürlich, mit denen ich aufgewachsen bin, sehr gut. Vor allem die Aquarelle, vor allem die von der Südsteiermark, meine zweite Heimat. Wovon erzählen die Bilder der Ingrid Knotz? Die Liebe zur Natur, die Freude zur Farbe. Es ist immer irgendwo ein Ausdruck des Augenblicks. Und ich habe mich auch in der Art zu malen total verändert. Zuerst war das zarte Aquarell und jetzt möchte ich plötzlich mehr Farbe haben. Der Sozialhilfeverband Bruck geht andere Wege. Die Kunst schafft Oasen in der Alltäglichkeit des Lebens.